herzlichen Glückwunsch zum Pokalerfolg. Herzlichen Dank. Wie geht's dir? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich bin natürlich total begeistert, total stolz auf die Truppe. Wir haben am Sonntag gegen Kupferdreh Wiefern schon 90 Minuten geackert, bis keiner mehr konnte. Und heute war es dann genauso. Und das nach nur 2 Tagen Regeneration. Da muss ich den Jungs halt wirklich ein riesen Kompliment aussprechen. Ja, wir haben das Spiel, wir sind es halt defensiv angegangen. Gegen Bezirksligisten ist jetzt nicht so, dass wir hingehen und sagen, so, wir dominieren jetzt das Spiel. Ja, haben sehr, sehr gut verteidigt, haben Chancen zugelassen, ja. Haben aber auch unsere Torchancen gehabt, gerade in der ersten Halbzeit auch ein paar Kontergelegenheiten, die wir aber dann schlussendlich noch nicht im Tor untergebracht haben. Ganz, ganz wichtiger Aktivposten war heute auch der Quentin Kutschi, der in der ersten Halbzeit noch nicht so gut dann halt gezielt hat, in der zweiten Halbzeit uns aber dann im Endeffekt mit 2 Toren dann zum Sieg schießt. Beim Gegentreffer sah er zwischendurch aber ziemlich alt aus. Der kam schön über links rein und dann mit einem Querpass sind wir einmal ausgespielt worden. Mhm. Ja, da kamen halt viele Sachen zusammen. Erste war halt, dass wir in zentralen Bereichen mit den beiden Sechsern irgendein Kunststückchen versucht haben. Ich sage das jetzt mal ganz flapsig, heute darf ich das. Und das darf man halt da nicht machen. Also da im zentralen Bereich, es war zwar kurz vor der Mittellinie, glaube ich, soll man klare Bälle spielen und nicht irgendwelche Sachen über 1,5 Metern. Da sind die wenig Dreier einfach zwischengegangen, haben den Ball dann gut in die Spitze gespielt und Fußball spielen können die. Also das haben sie im ganzen Spiel über gezeigt, dass sie Fußball spielen können, wir sie lassen. Glücklicherweise haben wir sie nicht so oft auch Fußball spielen lassen, ja. Du sprichst halt an, dass Winfried keine starke Mannschaft hat. Mhm. Auch wenn wir haben sehr, sehr gut gearbeitet. Aber man hat trotzdem phasenweise gesehen, dass es auch ein guter Bezirksliga ist, auch wenn sie in der Tabelle gerade nicht ganz so stark. Absolut, also individuell, da sind Spieler mit Regionalliga- und Oberliga-Erfahrung bei und das war nicht zu wenig. Da muss man ehrlich sagen, rein von den Einzelspielern her ist das eine richtig, richtig gute Truppe. Man hat aber auch gemerkt, wenn es nicht so läuft, dass sie durchaus auch gerne mal mit sich selber hadern. Und das haben wir ausgenutzt. Wir waren komplett diszipliniert heute auf dem Platz mit 1-2 Ausnahmen. Und also 1-2 Szenen als Ausnahme und ich bin sehr, sehr stolz und glücklich natürlich. Die Jungs feiern gerade eine kleine Party in der Kabine und das ist auch völlig erlaubt heute. Das sei ihnen gegönnt. Andi Wehmüller war, glaube ich, nicht ganz so zu feiern zumute. Was ist da passiert? Ja, der Andi hat am Sonntag bereits ein bisschen Probleme mit dem Knie gehabt und hat sich heute aufgewärmt und dann haben wir nach einem Einzelgespräch einfach entschieden, dass es Sonntag wichtiger wäre für ihn, wenn er spielt. Dann ist es halt so, wie es immer so kommt. Svea macht eine Riesenpartie heute, war in allen Bereichen total sicher. Mich freut das total für den Jungen, weil es einfach so ein ehrgeiziger Typ ist. Und muss mich an der Stelle auch nochmal, nicht entschuldigen, aber muss halt sagen, ich hatte im Forum erwähnt, dass er noch nicht so weit ist. Heute hat er mich Lügen gestraft und ich bin dann der Erste, der sagt, Chapeau, also wirklich, ich ziehe den Hut vor der Leistung heute. Auch kurz vor Schluss, also beim Stand von 1-1, hat er uns mit einer Parade richtig den Arsch gerettet. Und im Gegenzug haben wir, glaube ich, dann das 2-1 gemacht. Und insofern hat er heute einen riesen Anteil an dem Pokalsieg und mich freut es einfach, weil er ein guter Junge ist. Also mich hat er auch sehr überrascht mit dieser Nervenstärke, wenn man so in der Schlussphase, da kann man auch mal ins Flattern kommen und ja. Absolut. Also nochmal, wir haben 3 richtig gute Torhüter. Der Andy hat jetzt am letzten Sonntag in Kupferdreh Wiefern einfach abgeliefert. Und Srian hat heute abgeliefert. Und auch Heisam hat ja schon eine gute Leistung abgeliefert. Insofern können wir uns dieses Jahr echt freuen darüber, dass wir 3 richtig gute Keeper haben. Man darf jetzt nicht vergessen, Srian braucht seine Zeit trotzdem noch. Aber er hat halt heute gezeigt, dass er schon ein gutes Stückchen weiter ist als das, was wir gedacht haben. Und wir hoffen, dass die Entwicklung dann so weitergeht. Schauen wir mal einfach nach vorne. Du hast gerade das Spiel gegen Preußen-Albeck schon erwähnt. Mhm. Kannst du dazu sagen? Wie heiß sind die Jungs? Wie heiß bist du? Ich denke, das ganze Umfeld hat man heute auch beim Spiel gemerkt. Das war eigentlich das Hauptthema. Ne? Also auch wenn wir heute das wichtige Pokalspiel hatten, das Hauptthema auf den Rängen war einfach das Derby gegen Preußen-Albeck. Ja, absolut. Ich meine, das, das ist halt wirklich mal ein Derby. Also Dortmund-Schalke ist zwar auch immer Derby, aber die haben ein paar Kilometer mehr dazwischen. Wir haben so Luftlinie 300 bis 500 Meter bis dorthin. Das ist richtig Derby und
Ja, Preußen-Eibeck ist heiß wie Frittenfett, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und bei uns ist es halt so, wir haben uns jetzt fokussiert auf heute. Die Jungs haben das sicherlich ein bisschen im Hinterkopf, aber wir haben schon versucht, den Fokus auf das Spiel heute zu legen. Ab morgen, heute sollen die Jungs feiern, und ab morgen geht dann der Fokus Richtung Preußen-Eiberg. Da erwartet uns eine Truppe, die auch alles in die Waagschale werfen wird. Ich habe mir das Spiel angesehen gegen Krai, zumindest eine Halbzeit. Und da muss man ehrlich sagen, die kämpfen bis zum Umfallen und haben auch eine ganz ordentliche Truppe. Insofern, das wird heiß, das Spiel, und wir freuen uns aber total drauf. Das ist jetzt das nächste Highlight. Wir hatten mit Kupferdreh Bifam schon auswärts jetzt einen richtig guten Gegner. Wir haben heute mit Winnie Krei natürlich ein Pokal-Highlight. Wir haben einen Pokalsieger vom letzten Jahr rausgeschmissen heute. Das ist natürlich riesig. Und ja, für Sonntag verspreche ich auf jeden Fall schon eine Mannschaft, die sich zerreißen wird und alles geben wird. Ich hatte gerade mit einem älteren Fan gesprochen, der schon seit Ewigkeiten hier hingeht, und der meinte früher, der hat einfach Blut am Pfosten geklebt. Also der freut sich so dermaßen auf das Spiel. Und ja, also ich erwarte auch von unserer Mannschaft, dass wir uns zerreißen bis zum geht nicht mehr. Alles auf einem auf dem Niveau, dass wir intensive Zweikämpfe führen, aber das Spiel halt dann total fair und sauber über die Bühne geht. Unser Ziel wird sein, dass wir die drei Punkte hier im Busch behalten, selbstverständlich. Und wenn wir das machen, was wir können, bin ich auch ganz sicher, dass wir das tun werden. Wir haben nicht nur in den letzten zwei Spielen jetzt gezeigt, dass wir unangenehm zu spielen sind. Die Jungs verstehen auch immer mehr, was wir wollen. Und wenn wir das umsetzen können am Sonntag, dann bin ich optimistisch, dass wir im Derby halt nicht nur bestehen, sondern auch mit drei Punkten, dass wir die drei Punkte hier behalten. Meinst du, so eine geile Leistung wie heute, gibt der Mannschaft immer richtig Auftrieb für das Derby? Ja, ich glaube auch, dass wenn wir nicht, wenn wir jetzt vielleicht 1-0 verloren hätten am Sonntag gegen Kupferdreh, die Jungs sich aber den Hintern aufgerissen hätten, dass es heute auch schwieriger geworden wäre. Weil es ist einfach in der Psychologie immer so, du brauchst Erfolgserlebnisse, und ein Punkt gegen Kupferdreh Bifam, die individuell das beste Team der Liga stellen, ist natürlich schon mal was, boah, und dann auch noch zu Null, was ja vorher vielleicht auch so ein bisschen problematisch war. Und heute, das nehmen wir natürlich mit. Nur, es bringt uns am Sonntag nichts mehr. Das muss auch ganz klar sein. Das kann man als positiven Nebeneffekt mitnehmen. Sonntag geht aber das Spiel bei 0-0 los, und dann werden wir einfach nur alles in die Waagschale werfen müssen. Schon mal vielen Dank. Ich bin richtig heiß auf das Spiel gegen Eibeck. Und ich freue mich, eine Mannschaft auf dem Platz zu sehen, die sich richtig zerreißen wird und hoffentlich drei Punkte gegen Preußen-Eibeck holen wird. Das werden wir alles tun. Danke. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu dem geilen Spiel und dem Erfolg heute. Und ich hoffe, im Pokal geht es noch ein bisschen weiter. Dankeschön.